Fußballverband von drei Kämpfe für Sie eine Weltmeisterschaft im Superband im Gericht aus Kanada, aber vorher zwei Kämpfe aus Chengdu in China. Und wir fangen an mit Juan Palacios aus Nicaragua gegen Tero Misawa in Japan. Das ist ein Strohgewichtskampf. Nicht uninteressant. Devin Alexander aus den USA gegen Südkoreaner Sun Hang. Der zweite Kampf. Na, wie gesagt, im kanadischen San Rama. Die Weltmeisterschaft im Superbantamgewicht. Molitor gegen Caballero. Der erste Kampf. Juan Palacios mit dem Minimumgewicht. Das Limit sind 47,63 Kilogramm. Er kommt aus Managua, Nicaragua. Er hat 24 Siege, 2 Niederlagen in 26 Kämpfen. Sein Gegner hier im Bild, Tero Misawa. 18-4-4. Er ist 30 Jahre alt, 2 Jahre älter als sein Gegner aus Nicaragua. Fighting out of the red corner. Es ist eine Interims-Weltmeisterschaft der WBC. Das heißt, es gibt noch einen Meister, aber man weiß nicht genau, ob es bleiben wird. Erstaunlich ist, dass Palacios 19 seiner 24 Siege vorzeitig erzielen konnte. Das ist erstaunlich, weil es in dieser Gewicht das natürlich nicht besonders häufig vorkommt, dass die Leute ausgenockt werden. Aber es passiert. Auch Misawa hat 7 seiner 18 Siege vor der Zeit erzielt. Don King natürlich überall dabei. Steven Blee, der Unparteiische. Any questions? Gentlemen, professionals, it's touch life. Let's take care of something soon. God bless. Interessant die Ausleuchtung. Der spinnt doch. 12 Runden also, die WBC-Interims-Weltmeisterschaft im Strohgewicht. Der Nicaraguaner Juan Palacios in der roten Hose gegen Tero Misawa aus Japan. Der Mann aus Nicaragua, der Größere mit den Reichweitenvorteilen. Der Japaner sehr wild, sehr aggressiv schon in dieser ersten Runde. Thank you.
Guter Auftakt für den Japaner. Hat sich bisher sehr gut gehalten. Tempo gemacht. Hast du weiterhin schöne Treffer landen können. Aber man muss schon sagen, Palacios hat eine sehr gute, enge Dichtdeckung. Ist offensichtlich die Rose, aber er weiß, 12 Runden, das ist ein langer Marsch. Auch für Japaner. Ja, gegen Schluss der Runde ist Palacio nicht mehr ganz so zurückhaltend. Ja, die erste Runde ging ganz klar zugunsten von Teru Misawa. Misawa hat seinen letzten Kampf verloren, das war im April vorigen Jahres. Gegen Yasutaka Kuroki. Dabei ging es um den japanischen Meistertitel in dieser Gewichtsklasse. Ich muss Ihnen natürlich sagen, dass dieser Kampf im November vorigen Jahres, am 7. November vorigen Jahres stattgefunden hat. Sieht so ein bisschen historisch aus, das Bild, aber das liegt einfach an der Ausleuchtung. Früher wurde auch nicht ganz so gut gearbeitet wie heute. Allerdings fehlten auch die technischen Mittel, die man heute hat. Schöne, knackige Rechte da, eine lange von Palacios. Ich glaube, er weiß, er hat die erste Runde verloren und wird die zweite nicht ganz so leicht abgeben wollen. Jetzt kommen die Reichweitenvorteile von Palacios zum Tragen. Die Deckung steht weiterhin bei ihm. Es ist auch nicht mehr Misawa, der das Tempo bestimmt. Der Mann aus Nicaragua hat hier die Chefrolle im Ring übernommen. Im Nahkampf ist er nicht der größte Spezialist. Dazu hat er zu lange Arme. Halbdistanz, das geht noch. Aber der deutlich kleinere Misawa hat da Vorteile.
Macht das richtig?